Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marius Klemmbaustein Eisenbahn. Heute in diesem Video haben wir das Thema Bauzug. Da kommt da auch schon angefahren. So, das sind meine Bauzugwagen. Das gibt es heutzutage ja eigentlich so gut wie nicht mehr. Bauzüge. Das hier, das waren jetzt Bauzugwagen von der Bundesbahn. Die haben alles genommen, was sie so hatten. Das hier war zum Beispiel mal ein Güterwagen gewesen. Der dient jetzt als Materialwagen. Die Steine sind bis auf die Eisenbahnteile wieder von Gobrix. Qualität ist hier ganz gut. Kann man sich nicht beschweren. Vor allen Dingen bekommt man auch Teile in Farben, die wo Lego jetzt nicht hat. Wie zum Beispiel hier die Curved Slopes. Die gibt es von Lego nur in Schwarz und noch in einer anderen Farbe, ein, zwei Stück. Aber halt nicht in Dark Blue Gray. Da hat man dann halt bei Gobrix mehr Glück. So, die Tür, die ist nicht zum Aufschieben. Die ist nur angedeutet. Dann guckt es auch nicht so weit raus. Hier unten habe ich ein bisschen mit Snap-Bauweise gearbeitet. Das hier, das sind die Geländer. Die gucken hier als Strebewerk nach unten. Das sieht ganz witzig aus. Ja, sonst ist da nichts Besonderes dran an dem Wagen. Dann haben wir hier eine bekannte Konstruktion. Das ist ein vierachsiger Umbauwagen. Wieso macht ihr den nicht scharf, ne? So, mal ein bisschen höher. Die Kamera, die ist irgendwie auf die Kirsche scharf. So, die Konstruktion habe ich jetzt eigentlich schon mal vorgestellt. Die Drehgestelle machen Radius 40 ohne Probleme mit. So, hier die Fenster, die sind jetzt mit Rollladen verschlossen. Das sollen Rollladen sein. Momentan sind hier noch einmal 2x2 Panels drin. Aber das sollen wie bei diesem Wagen die Fenster gestaltet werden. Das mache ich dann mit Decals. Da kann ich Hartmann Original sehr empfehlen. Der macht für mich aktuell die besten Decals. Von der Schärfe her, von der Trägerfolie her, auch vom Deckungsgrad her. Also wenn man da sich ein weißes Dekal bestellt, dann ist es auch weiß und da guckt nicht die Farbe unten drunter noch durch, wie es bei manchem anderen Hersteller ist. Ja, wie gesagt, also auf der Seite hat er jetzt nur ein verschlossenes Fenster. Na, ein bisschen zu fest gegriffen. So. Ja, das hier, das sind alles. Da muss ich mal mit Tuch drüber gehen. Dann ist er auch komplett sauber. So, die Türen hier innen, das ist wieder Snap-Bauweise. Die Treppenstufen. Das ist mit den 1x2 Plates mit einer Noppe drauf gemacht, dass hier die Treppenstufe halt nur eine halbe Noppe rausguckt. Ja, das war dieser Wagen. Das wird wahrscheinlich, weil die Jalousien zu sind, ein Wohn- und Schlafwagen werden. So, dann haben wir hier. Das ist ein dreiachsiger Umbauwagen. Habe ich ja in meinem Umbauwagen-Video schon gezeigt, in dunkelgrün. Der ist dann halt als Bauzugwagen verwendet. Das wird wahrscheinlich auch so ein
Wohnwerkstattwagen werden. Fenster dasselbe, da kommen dann auch Dekals drauf. So, hier sieht man es, die mittlere Achse ist verschiebbar. Mein System ist jetzt nicht ganz so kurvenfreudig, also Radius 56 geht, Radius 40 nicht. Da hätte ich eine andere Konstruktion wählen müssen, aber ich finde den Wagen so okay. Passt, ich muss mir hier mit der Tür was anderes machen, die ist nur an einer Noppe fest, das kippelt ein bisschen. Da muss ich nach oben und unten unterbauen, dass die gerade sitzt. Aber sonst gibt es da keine Probleme. So, das hier, das wird dann wahrscheinlich ein Materialwagen werden. Der hat hier ein verschlossenes Fenster. Auf der Seite hat er alle 5. So, der hat jetzt als Besonderheit, auf der Seite hat er noch einen Übergang und auf der Seite hat er keinen Übergang. Das war so gewesen bei den Wagen. Manchmal haben die Übergänge verschlossen bekommen. So, dann haben wir hier. Das wird auch wahrscheinlich so ein Wohnwerkstattwagen werden. So. Und da haben wir einen. Das ist jetzt dieselbe Konstruktion wie mein LÜ-Begleitwagen in Rot, was Verkehrsrot darstellen soll. Der rote ist jetzt bei meinem Trafotransport von Plubrix eingesetzt. Ich glaube, da habe ich noch gar kein Video gemacht, wo der Wagen drin vorkommt. Müsste ich mal machen. Also wie gesagt, der sieht genauso aus wie der hier, bloß halt steht LÜ-Begleitwagen drauf und hier ist dann noch so eine Aussichtskanzel, wo man seitlich rausgucken kann. Ja, das ist jetzt meine Eilzugwagenkonstruktion, ein bisschen kantiger wie die von Plubrix, aber es gab ja da verschiedene Typen. Ja, der hat auch noch Schlussbeleuchtung auf beiden Seiten angedeutet bekommen. Ja, das ist mein Bauzug. So, lassen wir mal noch eine Runde flitzen. Die Achsen, da bin ich bei meinem bewährten System geblieben. Blubricks Achshalter, Lego-Räder und passende Achswellen. Das Ganze an der Spitzenlagerung ein klein bisschen abgeölt. Läuft zwar nicht ganz so gut wie mit Kugellagern, aber es ist das Beste, was man machen kann. Ja, Fahrstufe 10. Die hat jetzt nur 6 Batterien drin. Deshalb ist sie nicht ganz so schnell. Die Batterien, die sind auch nicht ganz aufgeladen. Ja. Das war dann das Video zum Thema Bauzug. Und dann würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.